Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft, diesen Baum, diesen Zweig vom Baum zu schießen. Und nun haben wir eine neue Aufgabe und diese Aufgabe besagt, bam. Beschaffe das Leichentuch. Wieso ist das optional? Ich hab doch nur diese eine Aufgabe, hä? Und genau hier haben wir halt auch direkt die Leiche in der Nähe, wo wir es leicht durchklauen sollen. So, ich nehme an, dafür müssen wir ihn ausbuddeln. Ich hoffe, ich habe meine Schaufel dabei. Und ich hoffe, ich komme hier rein. Zack. Nein. Wie komme ich denn da rein? Ah, hier waren wir schon mal, ne? Hast du noch ein Leichentuch für mich? Gut. Irgendwo ist es hier drin? Hallo? Hallo? Verdammt! Okay, jetzt stehst du plötzlich nicht mehr im Weg. Wer ist der kürzlich Verstorbene? Wer ist der Verstorbene, der in der Kirche aufgebahrt liegt? Oh, das war der alte Lokota. Er war ein guter Mann. Aha. Wovon hat er gelebt? Und wovon hat er gelebt? Er war ein bekannter Metzger in der Region. Stammte er von hier? War er von hier? Nein, er kam aus Vlashim hierher. Hatte wohl Streit mit seinem Bruder. Anfangs mochten wir ihn nicht besonders. Er nahm unserem alten Metzger die Kunden weg. Aber bald erkannten wir, dass er ein guter Mann war. Und haben ihn lieb gewonnen. Was ist mit seiner Familie? Ein trauriger Verlust. Wie geht es seiner Familie? Seine Frau Lucia starb vor langer Zeit. Die Arme. Seitdem war er nicht derselbe. Hat nie mehr wirklich herzlich gelacht. Er hinterlässt zwei Söhne. Peter und Mark. Okay, dann erzähl mir mal von seinen Söhnen. Wie sind seine Söhne so? Oh, sie sind stramme, aufrichtige Burschen. Allerdings fehlt Peter jeglicher Sinn für Humor. Er nimmt alles so ernst wie das Amen in der Kirche. Mark ist offener. Und ein wenig abergläubisch. Aber mach dich nicht über ihn lustig. Abergläubisch. Mehr wollte ich nicht wissen. Danke. Mehr. Tschüss. So, jetzt haben wir ein bisschen was von der Leiche erfahren. Und du bist wer? Du? Was willst du von mir? Mein Beileid. Mein Beileid. Hab Dank. Ich wollte einem Verwandten Lebewohl sagen. Ich wollte einem lieben Verwandten Lebewohl sagen. Ach ja? Ich kenne dich gar nicht. Ich glaube, ich bin dein Vetter. Scheiße, was hat er gesagt? Köln. Wir sind aus Vlashim. Im Gegensatz zu deinem blieb mein Vater in Vlashim. Er muss dir doch gesagt haben, woher unsere Familie stammt. Er hat nie viel von ihm gesprochen. Sie verstanden sich nicht. Oh ja, böses Blut. Lange Zeit wusste ich nicht einmal vom Bruder meines Vaters. Du weißt also, dass mein Vater auch eine Frau aus Vlashim heiratete? Scheiße, ich hab's mir nicht gemerkt. Ich könnte dir einiges über Ludmila erzählen. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, das war Theresa. Ich kannte Theresa nicht sehr gut, aber... Wusste ich's doch. Lüge. Nein! Lass dich hier nicht wieder blicken. Sicher. Lebe wohl. Was? Jetzt willst du dich mit mir prügeln? Nur weil ich die Namen deiner Mutter nicht kannte? Hä? Ist das so? Oh, cool. Direkt mal zwei Stufen. Aufgestiegen. Leck mich doch! Ich wusste nicht, dass ich mir das merken soll. Ich dachte, ja, okay, gut, gute, danke für die Info. Jetzt komm doch mal her. Weißt du, prügelt sich hier in der Kirche. Vor deinem toten Vater. Wie doof ist denn das? Au. Vor allem, darf man sich hier nicht mal irgendwelche Toten angucken, um zu trauern?
Vielleicht habe ich bei ihm Fleisch gekauft oder so, hä? Das kannst du doch gar nicht wissen. Vielleicht bin ich ein guter Mann. Ich habe mehr Ausdauer als du, mein Freund. Ich kann auch das machen. Ich habe zuerst zugeschlagen. Okay, Ausdauer erstmal regenerieren. Ja, der hat gesessen, mein Freund, der hat gesessen. Da! Du Hurensohn! Und dafür habe ich kein Pyjama an. Guckt euch sein Pyjama an! Du bist lächerlich! Okay, jetzt muss ich erstmal Ausdauer regenerieren. Ja, nur! Au! Wie lange willst du noch gegen mich kämpfen, Mann? Gib doch einfach auf! Du hast überhaupt keine Chance gegen mich. Jetzt schubse ich dich gegen die Wand und schön in die Ecke mit dir. Dann kannst du doch nicht mehr abhauen. Sei froh, dass ich dich nicht töte, du Sack. Zu Ehren deines Vaters werde ich dich nicht töten. So. Das ist die Beinlinge, ey. Wer läuft denn so rum? So. Plündern. Wir haben hier nur die Mönchskutte. Soll ich die mitnehmen? Ich meine, das ist das Einzige, was ich jetzt an einem Leichentuch sehen würde, ja. Na gut. Von Sünden freikaufen. Ho! Heilige Maria! Ich hab mich freigekauft! Um Himmels Willen! Da! Da drüben! Was um Himmels Willen? Ich sündige! Ich sündige! Verdammt. Ich wasche mich von meinen Sünden frei, meine ich. Ja, ich habe keine Sünden mehr. Hat mich nur 200 gekostet. Cool, das war billig. Tschüss. Oh, die wissen nicht, dass ich das war. Nein! Ich war es nicht. Hey, du! Nein. Führ dich nicht von der Stelle. Vielleicht hilft es, wenn ich mit ihm rede. Beste Grüße. So, ich habe das Leichentuch. Ich habe das... Da im Hintergrund. Richtiger Gott, doch nicht hier! Du willst doch nicht, dass es jeder sieht, oder? Warte in meinem Haus auf mich. Nein, ich muss es loswerden. Das ist ein Diebesgut! Ich muss es loswerden. Oh Gott. Ich werde niemals aufgeben. Scheiße. Offener Kampf. Hundi, beschütz mich. Du bist doch auf meiner Seite. Ich kann ewig laufen. Ich habe so viel Ausdauer. Ihr kriegt mich nie. Meine Ausdauer reicht für 10 Tage. Ich muss mal kurz eine Pause machen. Ich darf sie nicht töten. Ich habe mich gerade erst von meinen Sünden freigekauft. Schaf, rette mich. Liebäugle mit ihm. Irgendwas. Okay, ich glaub, wir sind frei. Doch. Sieht er mich immer noch? Alter, kümmere dich um das Schaf. Nicht um mich. Scheiße, Mann. Wie werde ich den Typen jetzt los? Hau rein. Mein Pferd kann er nicht aufholen. Einfach so schnell wie möglich hier durchreiten. Oh Gott, noch eine Wache. Nein. Jetzt habe ich noch einen getriggert. Und ich bin jetzt genau hier, wo ich sein wollte. Okay, ich habe einen Plan. Wo ist das Haus? Ist das hier? Ja. Machen die Türe zu. Jetzt muss ich mich irgendwo verstecken. Verschlossen. Am Arsch. Kack.
Kacke, hier kann man sich nirgendwo verstecken. Warten wir mal eine Stunde und gucken, was passiert. Mach doch die Tür zum Mann. Oh, lässt er die Tür offen? Dafür esse ich aus deinem Topf. Ich habe das Leichentuch. Ich habe das Leichentuch. Wirklich? Gute Arbeit. Ja, nun, es war nicht leicht. Da bin ich sicher. Und deshalb möge Gott über... Hier ist sein Haus. Dem zeigen wir's. Dieser miese Betrüger. Scheiße. Knüpft ihn an seinen Eiern auf. Heinrich, lenkt sie ab. Was? Wie? In der Kiste ist eine Belohnung für dich. Wie sieht das aus? Den Detschko. Ja, wie soll ich sie denn ablenken? In der Kiste? Hier? Muss ich jetzt den Scheiß auch noch knacken, oder was? So, okay. Zack. Ich glaube nicht, dass das meine Belohnung ist. Aber ich nehme es trotzdem mit. Das ist die einzige Kiste, oder? Na, nein. Traum des Alchemisten, nice. Horn eines Einhorns? Okay. Warum nicht? Ich frage mich, was man damit machen kann. Ja, aber den Rest brauche ich nicht. Auch wenn es. Man kann es gut verkaufen, aber ganz ehrlich, ich habe genug Geld. 24.000, ich bin reich. Hallo. Was tust du hier? Mal sehen, meine Werte, mein Gott, was kümmert es dich? Haben wir nicht allzu viel mehr? Die Redekunst habe ich viel, viel mehr als er. Ich will dein Gesicht einschlagen, oh Gott. Er ist nicht mehr hier. Er hat mich auch betrogen. Ich wollte ihm seine Tränke ins Gesicht werfen, aber scheinbar ist er schon eine Weile fort. Er ist wohl davongerannt, bevor ihn sein schlechter Ruf einholen kann. Bastard! So oder so sollte er lieber sein Gesicht hier nicht mehr zeigen. Gehen wir. Okay, gut. Wir haben ja noch Punkte zu verteilen. Einen haben wir ja gestern schon gemacht, da müssen wir heute nochmal machen, weil wir ja gestorben sind. Hallo, da war doch irgendwas, was ich machen konnte. Frechheit. Ich habe mich gerade verarscht. War das nicht Stärke? Na gut, dann nicht. Ich hab gedacht, ich habe einen Punkt freigeschaltet. Gut, Ledetschko, auf nach Ledetschko. Aber, als allererstes, Traum des Alchemisten. Wunder dieser Welt. So. Lernen wir erstmal das. Alchemie verbessert, nice. Gut, ansonsten, was haben wir noch bekommen? Stimmt, das Einhornzeug, ne? Das dürfte ein Unique-Gegenstand sein, was man aber machen kann, weiß ich auch nicht. Wo ist denn das? Nahrung? Horn eines Einhorns. Das pulverisierte Horn heilt die nachlassende Männlichkeit. Okay. Okay. Danke für dieses wirklich tolle Geschenk. So, jetzt müssen wir nach Ledetschko. So. Karte. Ledetschko wollte er mich wiedersehen, ja? Wo war das nochmal? Ledetschko da.
Frage ist, welcher von denen ist. Ich glaube, der obere. Hallo, ich will da hinreisen. Hä? Nee, ich bin Sasau. Hoffentlich hält mich keine Wache auf. Lalalalalala. Und ich bin frei. Ich glaube, das ist der Typ auf der Straße. Huch, Überfall. Gucken wir uns doch mal diesen sogenannten Überfall an. Hallo? Ich kann schon vorausspähen. Sag mal, siehst du mich nicht? Oh, hoppla. Ich habe schon lange nicht mehr geschossen. Ja, wow. Commander. Du bist nicht wirklich der intelligenteste Commander gewesen, aber egal. Du hattest sehr schöne Sachen an. Salami. Aber die Sachen kann ich leider nicht gebrauchen. Es tut mir leid. Sind wir uns weiter? Hallo? Naja. Wollen wir mal weiter. Wo sind wir jetzt? Sind wir schon in der Nähe? Nee, nicht mal ansatzweise. Vielleicht kriegen wir in der Nähe gleich nochmal einen Überfall oder so. Ich glaube aber nicht. Dann laufen wir nämlich sonst gleich hoch. Huch. Ja, das reicht mir schon an der Kreuzung hier. Früher, da war alles noch besser. Da konnte man das Ganze abbrechen und von da aus weiterlaufen. Das war cool. Da steht er. Wie er jetzt auf den Boden guckt. Ich hab dich in Stücke, du Ratte. Au, ist ja gut. Ich steig ja schon ab. Das wird eine Freude. Oh, die sind zu dritt. Dich ab. Headshot. Au. Blutrosch. Gibst du auf? Oh, das tut mir fast schon leid für dich. Ich geb aber nicht auf. Einer ist hier noch. Ist zu dunkel, um ihn zu sehen. Hallo, Dudnikowski? Da waren sie zu viert. Na gut, gib mir deine Brezel. So. So wirklich viel Leben habe ich nicht verloren. Irgendwie ist das Spiel einfacher geworden. Jetzt ist es schon so spät, dass ich kaum noch was sehe, ey. Ist das eklig. Ich glaube, der andere ist abgehauen. Naja. Gehen wir weiter. Hier liegt zwar noch einer wahrscheinlich irgendwo. Aber ehrlich gesagt ist mir das zu dunkel, den jetzt zu suchen. Ich würde sagen, ich warte hier erstmal, bis es hell wird und dann reite ich weiter. Nö, das klingt nach einem Plan, finde ich. So, mal gucken, ob er das hier ist, der hier wohnt. Ich bin gespannt. Kräuterkundler. Das könnte ja sein. Nö, ist eine Frau, ne? Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Willst du mich verarschen? Sicher. Wir haben uns im Leben noch nicht gesehen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? In der Tat. Drahomira, eine Witwe aus Ledetschko, hat mich um Hilfe gebeten. Aber zu Fuß ist der Weg lang.
und mein Rücken schmerzt. Ich schaffe eine solche Reise nicht. Eine Frau aus Ledetschko? Haben die denn dort kein Kräuterweib? Oh doch, aber die wollte nicht. Sie ist eine reiche Witwe, hat den Fleischerladen geerbt. Du weißt ja, wie die Leute reden, vor allem über jene, die besser dran sind als sie selbst. Weißt du etwas über Exorzismus? Exorzismus? Naja, Geister austreiben, ausräuchern, Zauber. Klingt nach der richtigen Aufgabe für mich. Ein Fleischerladen, in dem es spukt? Genau mein Ding. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Wir reden hier vom wahrhaftigen Geist eines Mannes, der keinen Frieden findet. Um ihn zu verbannen, müssen mehrere Dinge getan werden. Einem schwarzen Hahn die Kehle durchschneiden? Wie kommst du auf solchen Unsinn? Nein! Weißt du, was Ausräuchern ist? Du brauchst 10 Mohnblumen und Blumen vom Grab des Verstorbenen. Diese Dinge bringst du ins Haus, in dem es spukt, und verbrennst sie dort. Der Rauch verjagt alle ungewollten Geister. Klingt doch spaßig, ich helfe dir. Klingt spaßig, ich helfe dir. Das ist kein Spiel, Junge. Es ist bitter ernst. Drahomira war völlig verängstigt. Mit solchen Mächten ist nicht zu spaßen. Schon gut. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Alles Weitere erfährst du von Drahomira. Sie lebt in einem Haus am äußersten Rand Ledetschkos. Gehabt euch wohl. Mohnblumen. Hast du nicht zufällig Mohnblumen in deiner Kiste? Ich brauche sowieso Mohnblumen. Das ist das größte Problem. Einzig, was ich nicht auf Vorrat habe. What the fuck? What the... Okay, nein, ist okay. Nein. Lässt er sich gar nicht erst knacken. Hast du irgendwo Vorräte? Und ich muss niesen. So, sorry. Ich konnte es nicht zurückhalten. Das ist immer richtig schlimm, niesen zurückhalten zu wollen. Und wenn es dann nicht geht, dann ist es... Oh, ist das pervers. So. Okay, Mohnblumen. Ich weiß nicht, ob wir hier im Wald Mohnblumen finden, aber ich werde nach dieser Folge höchstwahrscheinlich noch eine aufnehmen und dann gehe ich in den Wald ein bisschen wilder ran und dann würde ich die Mohnblumen sammeln. Dann machen wir das also ein anderes Mal. Okay. Ja, dann reiten wir nach Ledetschko. Ne? Was ist das hier eigentlich? Höhle. Ja, gut. Denn da haben wir ja auch noch einen. Ich frage mich, ob wir hier noch eine Quest finden von den Typen. Ich weiß nicht, das war eigentlich eine recht spannende Quest. Hat mir gefallen, dieser Quacksalber. So, das heißt aber auch, ich muss erstmal die Quest deaktivieren. Maskerade, Krivordre, was haben wir eigentlich noch nicht? Wolfszene brauchen wir noch. Die könnte ich dann sogar beschaffen. Die Wolfszene haben wir auch schon. Schaffe Rabenfedern. Finde ein paar Schwarzfedern. Wie das mit den Rabenfedern ist, weiß ich auch noch nicht. Müssen wir gucken. Naja. Ja. Reiten wir erstmal gegen Süden und dann werden wir da die nächste Quest finden. Nö, der Quacksalber ist nicht mehr da. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo in Ledetschko sein, aber mir keine Quest geben. Du? Was willst du von mir? Ach stimmt, ich brauche ja noch das hier noch, ne? Ich suche nach Bruchstücken vom Schwert der Königin von Saba. Mir kam zu Ohren, ein Pilger aus dem Heiligen Land habe kürzlich Reliquien verkauft. Hat er dir ein Bruchstück eines Schwertes angeboten? Überrascht es dich, wenn ich ja sage? Warum fragst du? Ich würde es dir abkaufen. Tja, warum nicht? Keinen Schimmer, wieso ich mich verleiten habe lassen, es zu kaufen. Kann ich behaupten, dass der Schund Glück bringt. Gut, 200 kann ich mir eigentlich easy leisten, aber wir machen 180. Weil du es bist. Nur ein wenig mehr und wir kommen... Wir treffen uns immer bei der Hälfte, ne? Das heißt, ich hätte locker auf 150 gehen können, glaube ich. Wenn ich mir so die Münze unten links angucke. War mir eine Freude. So, okay. Damit haben wir schon mal das Erste.
Liebe war ich nicht sicher, ob Betty sie überhaupt verkauft. Dann müssen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal später in den anderen Städten nachgucken. Brauchst du Hilfe? Plagt dich etwas? Plagen wäre zu viel gesagt, Jungchen. Hab bloß was über den Schmied aus Sasau-Leuten gehört, was mir den Schlaf raubt. Was denn genau? Das heißt, er murmelt Zaubersprüche, wenn er seinen Stahl härtet. Und dass der unzerbrechlich wird. Oh. Und wie genau kann ich helfen? Und wie könnte ich dabei helfen? Kinderleicht. Geh hin und finde raus, ob an der Sache was dran ist. Naja, Fragen kostet nichts. Nur plapper nicht direkt was von Hexerei. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Gut, gut. Und was Sorgen angeht, es soll nicht dein Schaden sein. Wenn du weißt, was Sache ist, werde ich es dir vergelten. Okay, ich mach's. Also gut. Ich sehe mir an, was an der Sache dran ist. Gut, aber fall nicht mit der Tür ins Haus. Blamier dich da nicht. Oder mich. So, der Ferseschmied. Okay, wieso nicht? Da ist mein Ferdi. Zurück nach Sau, wo wir gesucht werden. Yay! Es hört sich wirklich gut an, oder? Scheiß Sau. Aber ich werde in Sasau gemocht. Geilo. Das heißt, wenn ich in den Städten, in die Kirchen gehe und da Buße tue. Oh. Ist eine gute Idee. So, irgendwie ist hier nicht viel los, ne? Ja. Und wir müssen eh beim Schmied nochmal wegen dem Bruchstück fragen, von daher passt das alles schon. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ach, du bist ja gar nicht der Schmied. Sorry, ja. Sahst von Weitem so aus. So. Ja. Kuttenberg ist weit und fern, drum bleib ich hier, mein Augenstern. Führst du Selbstgespräche? Ich schnapp nach Luft, die Füße warm, ich kauf dein Pferd, doch bin zu arm. Die Sonne mag brennen, sie mag. Ach, auch das sind die Zaubersprüche. Lol. Himmel, was willst du jetzt wieder von mir? Ich suche nach Bruchstücken vom Schwert der Königin von Saba. Ich suche nach den Bruchstücken eines Schwertes, die ein Pilger aus dem Heiligen Land verkauft hat. Hast du davon gehört? Natürlich. Natürlich. Und? Es ist nichts als Plunder. Nur ein Narr würde dem Lügenbold was dafür geben. Und ich bin kein Narr. Du vielleicht? Aber wenn der Pilger lügen würde, wäre das eine Sünde. Sei nicht so leichtgläubig. Der Bastard hat das Heilige Land nie gesehen. Außer vielleicht auf einem Fresko. So, okay, aber dann hast du es nicht. Ich suche nach den Bruchstücken. Natürlich. Es ist nicht. Aber wenn der. Er hat's nicht gekauft. Das heißt, du wärst der beste Schmied hier. Es heißt, du wärst der beste Schmied in der Gegend. Metall, das du härtest, bricht nie. Pah! Altweibergeschichten. Natürlich sind wir schon Stücke zerbrochen. Aber immer nur in der Schmiede. Du musstest noch nie etwas noch einmal überarbeiten? Könnt mich nicht entsinnen. Aber kann mir ja kaum alles merken. Mein Vater war auch Schmied. Soweit ich zurückdenken kann, war Vater Schmied. Er fachte die Esse an, bis die sacht bullerte. Es roch nach dem heißen Eisen. Dann stieß er es ins Wasser und das war's. Gut gesagt. Ich mach's etwas anders. Ich heiz den Metall ein, bis es 2-3 Nuancen vorher gelb glüht. Dann lass ich den Blasebalg in Ruhe und ein Vater Unser und ein Ave Maria später geht's ab ins Wasser. Es ist ein seltsames Gefühl, zu wissen, dass ich ihn nie mehr zur Hand gehen werde. Unsere Esse bleibt für immer kalt. Außer ich ergreife das Handwerk. Es wäre eine Schande, wenn nicht, mein Junge. Mit dem Eisen zu arbeiten, ist der Mühe wert. Gottgefällig. Es erleichtert den Leuten das Leben und, seien wir ehrlich, es ist einträglich. Okay, da sollte ich drüber nachdenken. Ist das alles? Und das ist alles? Mehr machst du damit nicht? Kommt drauf an. Ich erhitze es danach nochmal, aber nicht bis zur Glut. Ich halte es nur ein Weilchen am Rand der Esse, so etwa. Und dann schrecke ich es nochmal ab. Du schreckst zweimal ab? Ja, obwohl man beim zweiten Mal nicht so lange abschrecken muss. Das Metall wird ja nicht so heiß. Und was genau passiert dabei? Keine Ahnung. War blanker Zufall. Musste dringend pissen und hab den Rohling neben der Esse vergessen. So habe ich rausgekriegt, dass er härter wird, wenn du doppelt abschreckst.
Weiß nicht weshalb, aber hab's oft genug ausprobiert, um zu wissen, dass es klappt. Aha, was das Härten betrifft. Ich würde dich gerne etwas zum Vorgang der Härtung fragen. Da gibt's nicht viel zu sagen. Du brauchst das richtige Augenmaß und eine Esse. Reden wir nicht mehr übers Härten. Okay, das war's schon. Auf bald. Sollen ja auf die Hexerei nicht ansprechen. Was zur Hölle machst du da? So. Das Einzige, was er macht, ist, keine Ahnung, sich die Zeit mit Liedchen vertreiben. Ist ja keine Zauberei. So, okay. Dann ja. Zurück. Und da wären wir auch schon wieder zurück. Ich dachte, die Hunde bellen mich nicht mehr an. Oder, ach, das hatte ich, glaube ich, gar nicht geskillt. Allmächtiger, du stinkst. Danke. Meister Schmied, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man in Sasau das Eisen härtet. Und? Was hast du rausbekommen? Spann mich nicht auf die Folter, raus damit! Er hat mir Folgendes gesagt. Er macht es rot. 3 Schritte vor der Gelbglut hört er auf, es anzufachen, spricht ein Vater Unser und schreckt es ab. Teufel, so mach ich's doch auch. Bloß, dass ich dabei nur zähl. Ich teile dir nur mit, was ich herausbekommen habe. Mag sein, aber irgendwas muss er schließlich anders machen, wenn er sogar genauso abschreckt wie ich. Er meint, nichts bricht mehr, nachdem die Ware die Schmiede verlassen hat. Er härtet zweimal. Er sagt, er härtet zweimal nacheinander. Aber beim zweiten Mal erwärmt er das Eisen nur. Keine Glut. Zweimal nacheinander härten? Was soll das taugen? Er meint, es wäre einmal durch Zufall passiert. Da hätte er gemerkt, dass alles härter wird. Also macht er das jetzt immer. Naja, ein Versuch kann nicht schaden, oder? Bist du zufrieden? Du hast getan, warum ich gebeten habe. Also bin ich dir zu Diensten. Hier ist noch was für deine Mühen. Easy. Mach's gut. Das war easy. Sehr schön. Ja, Freunde, das war's auch schon für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann gucken wir, was wir noch weiter questen. Viele Quests haben wir wahrscheinlich nicht mehr auf Lager. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Was haben wir denn da noch zur Verfügung? Wir haben... Ja, wir haben nichts mehr. Doch da. Eine Sache noch. Und dann werden wir weiter mit der Main-Quest fortfahren, beziehungsweise wenn ich das hier gemacht habe, werde ich ja danach die Mohnblumen sammeln, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Quest dauern wird. Aber mal gucken. Aber für den Anfang war es das schon, es werden noch mehr Quests dazukommen, sobald wir die Main-Quest weitergemacht haben. Diese Quest wird für uns immer verwehrt bleiben, aber es wird immer da sein, um uns zu zeigen, wie doof ich war. Gut, hier ist noch irgendwas, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.